Hallihallo. Ich glaube, das haben gar nicht alle, keiner, niemand, ein paar mitbekommen. Aber ich war am Wochenende, nachdem ich in Maine war, sprich am 18. bis 20. mit einer Freundin in Las Vegas und habe den Grand Canyon besucht. Ja, Jakey. Hallo, Jakey. Ja, er lebt immer noch, er ist hier und irgendwas möchte er von mir. Naja, wir haben den Grand Canyon besucht und ich habe ganz, ganz viele Bilder gemacht und sie natürlich auch. Und... Bring me a toy while I make a video, so please. Wir haben ganz viele Bilder gemacht und die möchte ich natürlich zeigen. Allerdings ist es irgendwie doof, nur eine Bildershow zu machen, drum guide ich euch durch diese Bildershow. Und ja, am 18. sind wir dann halt los in den Flieger. Flug war 8 Stunden, irgendwie sowas. Und mit einem Zwischenstopp in Charlotte. Es war eigentlich ganz cool, das erste war nur so eine Stunde Flug. Ich habe natürlich Bilder gemacht, auch auf eine Stunde Flug. Ich zeige immer, ich glaube 2 oder 3 habe ich davon. Ja, sehr hübsch. Die Erinnerungen sind immer wieder cool. Ja, der zweite Part war dann deutlich länger, der war dann irgendwie diese 6 Stunden oder was auch immer. Und ja, wir sind halt nach Las Vegas geflogen dabei und hatten dann, angekommen sind wir irgendwann mitten in der Nacht und wir sind 3 Stunden lang in den Sonnenuntergang geflogen. Das war wirklich cool. Also natürlich irgendwann nach 3 Stunden hat man dann auch mal keinen Bock mehr auf Sonnenuntergang, aber es waren echt schöne Bilder, die dabei rumkamen. Dann sind wir also in Las Vegas angekommen und haben unseren, naja, wir hatten keine Taschen aufgegeben, wir waren nur mit Rucksäcken unterwegs, aber sind dann halt raus und haben unseren Shuttlebus gesucht und gefunden und sind dann durch Las Vegas gefahren. War natürlich ziemlich awesome, weil Las Vegas, mir war das nie so bewusst, aber Las Vegas besteht wirklich, es besteht aus Hotels. Es besteht aus Hotels und es besteht aus Casinos und Fressbuden. Und es besteht aus nichts anderem. Also ich habe da keinen Friseur gesehen jetzt beispielsweise. Allerdings wird der Friseur auch nicht ganz so auffällig sein wie die riesigen Hotels. Aber dann ist man halt da durchgefahren und sind in unser Hotel. Und ja, unser Hotel natürlich dann auch hübsch bei den anderen. Und man ist dann da 20.000 Hotels abgeklappert mit diesem Shuttlebus. Aber sind dann schlussendlich da gewesen. Und... wir sind halb gestorben vor Hunger, aber wir hatten ein recht schönes Zimmer. Haben dann einmal kurz das Hotel ausfindig gemacht, weil wir am nächsten Morgen abgeholt werden sollten. Und haben nicht das Hotel ausfindig gemacht, aber uns umgeschaut. Man merkt schon wieder, Englisch und Deutsch, schwierige Sache. Und ja, unser Hotel war das Riviera. Mit Pool und Casino und Betten und du konntest da drin sogar shoppen gehen. Also es war wirklich ein sehr cooles, großes Hotel. Und ich war... egal, erstmal sind wir halt durch die Gegend gelaufen, haben dann auch noch Fotos gemacht, weil Casino und so. Ich habe noch nie vorher ein echtes Casino gesehen. Und danach sind wir essen gegangen von meiner Freundin. Coolerweise hat ihre Mutter gesagt, komm, ich möchte dir was Gutes tun. Heute Abend dürft ihr essen, was ihr wollt. Ich zahle dafür. Das war natürlich verdammt cool, weil wir waren halb auf verhungern. Es war tierisch spät. Und ja, dann sind wir in ein Steak-Restaurant, Haus, irgendwas gegangen, was da offen hatte. In unserem Hotel. In unserem Hotel, ja, ja. Und ja, haben dann auf unser Essen gewartet und uns die Zeit mit Bildermachen vertrieben. Und auch beim, nein, vor dem Essen Bilder gemacht und auch beim Essen Bilder gemacht. Wir hatten eine Menge Spaß mit Bildern. Ja, man sieht ja auch auf dem einen Bild meine Uhr, die 2 Uhr nachts anzeigt.
weil ja, wir waren sehr spät bei dem Flug dann da. Das ist Zeitverschiebung von Boston nach Las Vegas. Las Vegas ist ja, das ist die Karte, da ist Las Vegas und da ist Boston. Sprich einmal durch halb Amerika. Und ja, Hund macht Lärm. Und das bedeutet, wir hatten 2 Uhr nachts in Boston und in Las Vegas war es aber eigentlich erst 11. Ja, wir sind dann nach dem Essen auch noch zu dem Pool gegangen. Ich bin total Fanat in diesem Pool. Ich liebe den absolut. Allerdings ist er auf den Fotos nicht ganz so impulsiv. Also ich habe es wirklich geliebt. Ja, der Hund möchte, dass ich mit ihm spiele. Ich habe es wirklich geliebt, einfach vorm Pool zu liegen, mit dem Wasser zu spielen, mir die Palmen anzugucken. Es war einfach herrlich, aber ja, auf den Bildern kommt es leider nicht ganz schön rüber, weil das Hotel war dann von innen mit riesigen weißen Fassaden. Oh, es war wunderschön. Ja. So ist es halt manchmal auf Fotos. Jake, can you please get another toy? Wait a minute. So, dem Hund seines Lieblingsspielzeugs beraubt. Macht einfach zu viel Lärm. Also ich... Hey, no, you don't get it. Ich hab dann... Gut, wir sind dann da halt gewesen und ich war total gerne da. Und sie hat Fotos gemacht und ich hab mich an den Rand des Pools gelegt und genossen. Mit vollem Bauch. Und danach sind wir ins Bett gegangen. Und wurden dann am nächsten Tag um 6 Uhr morgens oder 5 vor 6 Uhr hatten wir abgeholt werden. Sprich, wir hatten sogar irgendwas um die 6 Stunden Schlaf. War natürlich ganz cool, weil der Tag lang war. Und ja, wurden dann abgeholt zum Grand Canyon. Oder zu der Tour und wurden dann erstmal eingeweiht und sind dann die Gegend gefahren. Und wurden halt erstmal alle versammelt und an eine Stelle gekarrt und da wurden wir dann eingeweiht, was so alles uns erwartet. Und ja, cool, aufregend, spannend. Und dann ging es los. Wir wurden in unsere Busse gekarrt und durch die Gegend gefahren. Und gefahren zum Grand Canyon. South Rim. South Rim? Yes. Wir hatten South Rim. Und es war eine Menge Busfahren. Das war mir nicht bewusst. Das war mir wirklich nicht bewusst. Ich meine, es war schön. Aber wir sind 5 Stunden mit dem Bus gefahren. Und ja, also am Anfang ist das ja noch cool, weil Las Vegas liegt mitten in der Wüste und wir sind mitten in der Nacht angekommen und hatten vorher nichts gesehen von Las Vegas bei Tageslicht. Und auf einmal siehst du alles. Und du siehst in der Ferne die Silhouetten des Grand Canyon, der Berge. Es war halt wirklich, wirklich cool. Aber nach 5 Stunden Autofahrt oder Busfahrt war es dann irgendwann echt nicht mehr so cool. Aber wir haben viele Bilder gemacht und die kann ich euch zeigen. Und die finde ich auch ganz schön eigentlich. Jeep-Tour gebucht und war mit 3 Indern und 2 Amerikanern unterwegs und eben wir 2, also meine Freundin und ich. Na gut, wir hatten unsere Pink Jeep-Tour und es war einfach nur awesome. Es war total toll. Nur, was viele sich nicht bewusst sind, ist, man fährt mit dem Jeep dann nicht irgendwie, also ich dachte, man wird irgendwie in den Grand Canyon fahren oder Wege fahren, die man mit dem Bus nicht fahren könnte oder sowas. Aber nee, die Sache ist die, der Grand Canyon ist ja ein Weltwunder und ein Naturschutzgebiet und blablabla. Und man fährt dann eigentlich nur am oberen Rand entlang. Und was sich viele auch nicht bewusst sind, ist, dass der Grand Canyon oben mit Wald bedeckt ist. Also die äußere, das Drumherum ist mit, ja, ziemlich dichtem Wald. Sogar, mir fehlen so viele Wörter, das ist echt unglaublich. Ja, abgedeckt, bedeckt, keine Ahnung. Und ja, man ist dann halt eigentlich nur von Ausguckpunkt zu Ausguckpunkt gefahren und da wurden wir dann immer rausgeschmissen, also was heißt rausgeschmissen, der Kerl war verdammt nett, aber da wurden wir dann rausgelassen und ja, ich bin dann mit meiner Freundin da durch die Gegend geklettert und es gab halt immer abgesperrt, also nicht abgesperrt, aber mit einem kleinen Mäuerchen
kenntlich gemachten Touristenbereich, wo wir dann immer drüber geklettert sind und dann im Grand Canyon selber rumgekraxelt sind. Das war zwar alles mit Trampelwegen und so, also es war jetzt nicht wirklich, dass man da tatsächlich reinklettern konnte. Hätte man gekonnt, aber es wäre sicherlich nicht gut ausgegangen. Aber es war dann halt doch ein ganz anderes Feeling, als wenn man hinter einer Mauer steht und sich das anguckt. Wenn man da ein bisschen rumklettert und auf Vorsprünge geht und Fotos macht. Das war halt sehr, sehr cool. Das Einzige, was ein bisschen schade war, war, dass die Fotos halt nicht so typisch Grand Canyon-mäßig sind, weil es so klarer Himmel war und so starke Sonne, dass es ein sehr krasser Unterschied war zwischen Schatten und Sonne. Und die Kameras hatten dann Probleme, das vernünftig einzufangen. Dann gab es zum Beispiel Fotos wie das hier, wo man mich sieht, aber nicht den sonnigen Grand Canyon dahinter, weil ich lag im Schatten, also hat die Kamera auf dem Schatten fokussiert. Ja, und die Sonne dahinter mit dem Grand Canyon ist leider verloren gegangen. Das war dann das Bild, was das ein bisschen besser eingefangen hat. So sah es da eigentlich aus. Also, das war schon ziemlich cool. Nur die Fotos sind halt leider nicht ganz so toll. Es ist immer schöner, wenn man selber mal da ist. Aber es war wunderschön. Mal ein paar Fotos. Dann 2 Stunden lang angeguckt, hatten irgendwie 6 oder 7 Stops, wo wir dann halt rausgegangen sind und rumgeklettert sind. Auf dem Rückweg haben wir dann noch einen Elch gesehen, der dann relativ nah an der Straße gegrast hat. Und dann ging es zurück. Und wieder 5 Stunden oder 6 Stunden oder verteufelt lange Busfahrt. Yay! Und inzwischen war draußen alles dunkel. Und ja, wir haben dann einen Großteil der Zeit mit Schlafen verbracht, weil die Nacht davor uns irgendwie in den Knochen steckte, wenn man so lange fliegt und dann auch noch, ja, irgendwie bis mitten in der Nacht wach bleibt, aber doch irgendwie nicht mitten in der Nacht. Das war irgendwie alles sehr verwirrend. Ja, und weil wir in Las Vegas waren und wir bislang noch nie in Las Vegas selber waren, sondern nur in unserem Hotel, sind wir erstmal nach Hause gekommen, sind erstmal wieder unterwegs gewesen. Nein, nicht ganz. Wir sind um 11:45 in unserem Hotel gewesen. Ja, Viertel vor 12 in der Nacht. Dann haben wir erstmal Postkarten geschrieben. Eine halbe oder dreiviertel Stunde oder so haben wir Postkarten geschrieben. Und dann sind wir wieder los. Sind wieder durchs Hotel und zum Pool und so. Und nach Las Vegas selber. Wir waren allerdings beide todmüde und hungrig. Ja, aber wir sind durch Las Vegas. Sind dann irgendwie nochmal 2 Stunden, glaube ich. Ja, sowas. 2 Stunden, ein bisschen über 2 Stunden. In Las Vegas rumgelaufen und haben da auch Bilder gemacht. Las Vegas ist sehr beeindruckend. Was auch sehr cool ist, ist, dass es da Brücken gibt, die über die Straßen gehen für die Fußgänger und du teilweise gar nicht in der Lage bist, auf dem Boden über die Straße zu gehen. Weil ich denke mal, das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme für die ganzen Betrunkenen. Weil Las Vegas besteht wirklich nur aus Casino, Hotel, Alkohol, Party. Klingt wahrscheinlich gar nicht schlecht. Wenn ich jetzt ein großer Alkohol-Fan wäre, wäre das vielleicht auch gar nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ich fand es schöner, als wir es aus dem Bus gesehen haben. Weil wenn man dann selbst da rumläuft, sieht man, wie viele Leute betrunken durch die Gegend laufen, wie viele Leute obdachlos am Rand sitzen, wie viele Leute einfach nur auf Drogen sind oder betrunken. Aber manche haben aber echt angesehen, dass sie auf Drogen waren. Oder auch einfach, als wir dann irgendwann umgedreht sind, weil wir ja beide todmüde waren und die ganze Zeit eigentlich kaum geredet haben, sondern nur umgeguckt haben und halb tot waren und hungrig waren. Und dann auf einmal irgendein Mann auf die befahrene Straße gelaufen ist. Einfach so, der ist einfach auf die Straße gelaufen. Und dann alle da, hey, Monsieur, come back. Und ja, come back. Man merkt schon, Deutsch-Englisch. Haben da halt versucht da zurück und dann, also es war ganz, ganz komische Sachen sind da gewesen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der betrunken war oder einfach alt, keine Ahnung, aber
Nee, Las Vegas muss ich ehrlich gesagt nicht nochmal hin. Aber es ist wirklich, wirklich schön, wenn man da einfach nur durchfährt und sich das alles anguckt, weil es ist beeindruckend. Es ist ein Stromverbrauch, der unglaublich hoch ist und unglaublich unnötig ist. Aber es ist hübsch. Okay, dann sind wir irgendwann um 4 Uhr, nee, nicht ganz, um 20 vor 4 sind wir wieder im Hotel gewesen. Wir waren beide hungrig, aber das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich wirklich ungemütlich werde, wenn ich müde bin. Das habe ich noch nie gewusst, aber ich war dermaßen übermüdet, dass ich wirklich auch gemerkt habe, dass ich unangenehm wurde, ungemütlich wurde. Überhaupt nicht meine Art eigentlich. Und ja, sie hat sich dann noch was bei unserem Hotel bestellt. Die hatten da tatsächlich auch, also 20 vor 4 Uhr, tatsächlich in Las Vegas Zeit. Also wir hatten inzwischen unsere Uhren umgestellt. So ist das ja nicht. Das ist jetzt alles Las Vegas Zeit. Wir sind um 12 Uhr Las Vegas Zeit nach Hause gekommen oder ins Hotel gekommen. Und um 4 Uhr dann, ja, hat sie sich dann noch was bestellt. Und um kurz nach 4 sollte das fertig sein. Und ich bin inzwischen, ich habe Tschüss gesagt. Weil um 6 Uhr am nächsten Tag mussten wir wieder raus, zurück zum Flughafen. Oder auf dem Weg zurück zum Flughafen. Und ich wollte ein bisschen schlafen. Ein bisschen zumindest. Und ja, also habe ich da noch 2 Stunden geschlafen und sie hat sich ihr Essen abgeholt und dann noch 2 Stunden Postkarten geschrieben. Am nächsten Tag sah sie echt halb tot aus. Ja, aber wir haben dann beide den Flug nach Boston zurück wieder mit einem Zwischenstopp großteils schlafen verbracht. Ich glaube, ich habe nicht mehr Fotos gemacht. Aber ihr werdet sehen, ob ich Fotos gemacht habe oder nicht. Ich glaube, ich habe 1 oder 2 Fotos gemacht, aber nicht viel. Und das war mein Trip nach New York und zum Grand Canyon. Ich glaube, ich zeige euch jetzt nochmal meine Lieblingsfotos und dann sage ich Ahoi.